Cha-cha-cha, das steht heute an bei meinen 3 Minuten für einen Grundschritt hier bei Lifestyle and Dance. Ein sehr beliebter Tanz, ein sehr schneller Tanz, ein sehr fetziger Tanz, ein Tanz, wo wir wirklich super viel Musikauswahl haben. Und jeder, sage ich immer wieder gern, kann das Tanzen lernen. Hier nur in 3 Minuten der Grundschritt. Viel Spaß! Hey baby, dime que somos, porque siempre andamos solos. Nunca en tu área o en el vecindario saben tú y yo que somos solos. Jeder kann tanzen, jeder kann es lernen und jeder fängt einmal an. Deshalb auch hier erstmal mit dem Grundschritt. Ich zeige euch das einmal von vorne. Wir haben Cha-Cha-Cha zur Seite, wiegen rückwärts, gehen wieder auf den Fuß vorne drauf. Cha-Cha-Cha zur anderen Seite, wiegen nach vorne und zurück. So, jetzt versuchen wir das mal einmal ganz, ganz langsam. Ich drehe mich um, damit jeder auch mitmachen kann. Wir starten mal alle auf dem rechten Fuß. Wichtig, immer verlagern, ganz klar. Stehe ich auf dem rechten Fuß, ist die linke Ferse oben. Stehe ich auf dem linken Fuß, ist die rechte Ferse oben. Also wirklich deutlich auf dem rechten Fuß locker stehen. Dann geht es mit dem linken Fuß los. 3 Schritte nach links. Seit, wir schließen ran und seit. Und immer, wie gesagt, wirklich auf dem Fuß auch ankommen. Der rechte Fuß ist frei. Den wiegen wir einmal nach hinten und vorne wieder zurückwiegen. So ein bisschen wie einen Schaukelstuhl vorstellen oder auf einer Schaukel sitzen. Ja, also hin und sofort wieder zurück. Und dann das Ganze zur anderen Seite mit dem rechten Fuß. Seit, schließen. Seit, linker Fuß ist frei und der wiegt nach vorne, vorwärts und zurück. Und hier wieder zur Seite. Cha, cha, cha und wiege, Schritt und cha, cha, cha und wiege, Schritt. Wichtig immer, dass wenn wir vorwärts und rückwärts wiegen, dass wir wirklich unser Gewicht nur halb verlagern, also nicht komplett nach hinten oder komplett nach vorne rüberfallen. Also wirklich immer nur gucken, dass sich der Fuß unten, dass der am Boden bleibt, sich nur die Ferse hebt. Wenn ich nach hinten wiege, ist die vordere Ferse oben. Wiege ich nach vorne, ist die hintere Ferse oben. Ja, aber ich habe immer noch mit dem Ballen Kontakt zum Boden. Dadurch habe ich ein viel sicheres Gefühl und kann auch mit Geschwindigkeit zackig hin und her wiegen. Ja? So, wir machen das noch ein letztes Mal beim Seitschließen Seit. Schaut einfach, dass die Schritte nicht zu groß sind, denn je schneller die Musik ist, desto weniger Zeit haben wir. Und wir wollen uns natürlich auch im Grundschritt nicht hetzen lassen. Also noch einmal gemeinsam. Wir starten mit dem linken Fuß. 1, 2, 3, cha-cha drauf. Wiege, Schritt, cha-cha drauf. Wiege, Schritt, cha-cha drauf. Wiege, Schritt, cha-cha drauf. Wiege, Schritt, cha-cha drauf. Und letztes Mal cha-cha drauf. Also, wie bereits am Anfang gesagt, jeder fängt einmal an, jeder fängt mit dem Grundschritt an. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dabei, denn auf diesem Grundschritt danach folgen noch ganz, ganz viele tolle andere Figuren. Also, bis dann!